Der Prolog von Ohrid vom 5. Dezember. Gedenken. Der gottgeweihte Savas, der Geheiligte. Die unbekannte Ortschaft Mutalaske in der Provinz Kappadokien wurde berühmt durch die große Leuchte der orthodoxen Kirche. Savas wurde dort geboren. Seine Eltern hießen Johannes und Sophia. Im Alter von 8 Jahren verließ er sein Elternhaus und wurde im nahegelegenen Flaviana zum Mönch geweiht. Nach 10 Jahren begab er sich in die Klöster von Palästina und blieb am längsten im Kloster des heiligen Euthymius des Großen, Gedenken am 20. Januar, und in jenem des heiligen Theoktistos. Der hellsichtige Euthymius prophezeit über Savas, dass er ein berühmter Mönch werde und ein Lehrer der Mönche und dass er eine Lava gründen werde, größer als alle Lavern zu jener Zeit. Nach dem Tod des Euthymius zog sich Savas in die Wüste zurück, wo er 5 Jahre als Einsiedler in einer Höhle lebte, die ihm von einem Engel Gottes gezeigt worden war. Danach, als er sich im Mönchsleben vervollkommnet hatte, begann er durch göttliche Vorsehung viele um sich zu sammeln, die Sehnsucht nach dem geistlichen Leben hatten. Bald hatte sich eine große Zahl um ihn geschart, dass er eine Kirche und viele Zellen bauen musste. Es kamen noch einige Armenier zu ihm und er stellte ihnen eine Höhle zur Verfügung, in der sie die Liturgie auf Armenisch feiern konnten. Als sein Vater starb, kam seine betagte Mutter Sophia zu ihm und er weihte sie zur Nonne. Er gab ihr eine Zelle, die in einiger Entfernung vom Kloster lag. Dort widmete sie sich dem asketischen Leben bis zu ihrem Tod. Der heilige Vater litt viele Angriffe von allen Seiten, durch ihm nahestehenden Menschen, durch Heretiker und durch Dämonen. Doch er triumphierte über sie alle, über jene, die ihm nahestehenden, durch Freundlichkeit und Nachgiebigkeit, über die Heretiker durch sein unerschütterliches Bekenntnis des orthodoxen Glaubens, über die Dämonen durch das Zeichen des Kreuzes und in denen er Gott um Hilfe anrief. Einen besonders großen Kampf hatte er mit dem Dämon auf dem Berg Castellion zu führen, wo er sein zweites Kloster gründete. Insgesamt gründete der heilige Savas 7 Klöster. Er und Theodosius der Große, sein Nachbar, werden als die größten Leuchten der Orthodoxie im Osten angesehen. Sie berichtigten Kaiser und Patriarchen in Dingen des Glaubens und dienten jedem als Vorbilder in heiliger Demut und wunderwirkender göttlicher Kraft. Nach einem mühevollen und fruchtbaren Leben entschlief der heilige Savas in Frieden im Jahr 532 im Alter von 94 Jahren. Unter seinen vielen wundervollen und guten Werken sei hier zumindest erwähnt, dass er als erster die Ordnung der Gottesdienste zum Gebrauch in Klöstern zusammenstellte, die jetzt unter dem Namen Jerusalemer Typikon bekannt sind. Die heiligen Märtyrer von Karies erlitten das Martyrium aus der Hand der römisch-katholischen während der Union von Lyon von 1274, die das Werk des Kaisers Michael Palaiologos und des Papstes war. Der Protos des heiligen Berges wurde gehängt und die anderen wurden enthauptet. Siehe auch 10. Oktober. Der gottgeweihte Nektarius von Vitola wurde in Vitola geboren und führte ein asketisches Leben im Kloster der heiligen uneigennützigen Ärzte Cosmas und Damian zusammen mit seinem Vater, der auch zum Mönch geweiht wurde. Danach ging er nach Karies, wo er seine Askese im Kelion der heiligen Erzengel unter Leitung der Allväter Philotheos und Dionysius führte. Nachdem er jeden menschlichen Neid und jeden dämonischen Angriff sowie schwere Krankheiten überwunden hatte, ging er ein in die Ruhe des Reiches Christi am 5. Dezember 1500. Seine duftenden Reliquien ruhen in demselben Kelion. Die gottgeweihte Karion und Zacharias waren Vater und Sohn und sie waren beide große ägyptische Asketen. Karion verließ seine Frau und seine beiden Kinder und trat in ein Kloster ein. Der junge Zacharias wurde schon als Kind in das Kloster aufgenommen und in seinem asketischen Mühen übertraf er sowohl seinen Vater als auch viele andere bemerkenswerte Asketen. Als man Zacharias fragte, wer ist ein wahrer Mönch, antwortete er, wer sich ständig zur Erfüllung der Gebote Gottes zwingt.
Lobeshymne. Der Gott geweihte Savas, der Geheiligte. Der Gott geweihte Savas, das Haupt der Mönche. Der geistige Herrführer der Helden Christi. Wurde verherrlicht durch Fasten, Wachen und Sanftmut. Durch Gebet und Glauben und selige Barmherzigkeit. Du lehrtest die Mönche, nicht um Brot sich zu sorgen. Du vertrautest dich dem Himmel an mit Mühe und Gebet. Du trachtetest nicht nach Vorrang oder irgendeiner Stellung. Sehr selten nahmst du von Öl und Wein. Alle Gottesdienste hieltest du zur festgesetzten Zeit. Der Gottesdienst sei eine Freude und nicht eine schwere Bürde, sagte der heilige Savas zu den Mönchen und zeigte dies allen durch sein Beispiel. Wie ein weiser Gärtner umzäunte er seinen Garten und pflanzte sorgfältig viele junge Männer. Die jungen Männer wuchsen und brachten Frucht. Ein Regiment von Mönchen zu Savas Ruhm. 1500 Jahre sind vergangen, doch Savas geistlicher Garten blüht noch immer. Tausende Mönche, 100.000, sind von Savas Gemeinschaft bis heute erzogen worden. Heiliger Savas, ruhmreicher Einsiedler, o Gott gefälliger, bete für uns. Betrachtung. Ein Mensch mag groß sein in einer Begabung, sei es als Staatsmann oder Heerführer. Doch keiner unter den Menschen ist größer als jener, der in Glauben, Hoffnung und Liebe groß ist. Die Größe an Glauben und Hoffnung auf Gott, die der heilige Savas, der Geheiligte, besaß, zeigt sich am besten in folgendem Ereignis. Eines Tages kam der Ökonom des Klosters zu Savas und sagte, er könne am folgenden Sonnabend und Sonntag nicht den Seematron schlagen, um die Brüder zum gemeinsamen Dienst und Mahl zusammenzurufen, da es im Kloster keine Spur von Mehl noch irgendetwas zu essen oder zu trinken gab. Aus diesem Grund sei sogar die göttliche Liturgie unmöglich. Der Heilige antwortete ohne zu zögern, ich werde die Liturgie nicht ausfallen lassen, wegen eines Mangels an Mehl. Er, der uns geboten hat, uns nicht um leibliche Dinge zu sorgen, ist seinem Wort treu und vermag uns in der Zeit des Hungers zu ernähren. Und er setzte alle Hoffnung auf Gott. Im äußersten Fall war er bereit, einige der kirchlichen Gefäße und Gewänder zum Verkauf in die Stadt zu bringen, sodass weder der Gottesdienst noch das gewohnte Mahl der Brüder ausfiel. Doch bevor der Sonnenabend dämmerte, brachten einige Männer, durch die göttliche Vorsehung bewegt, 30 Maultiere, beladen mit Weizen, Wein und Öl zum Kloster. Was sagst du nun, mein Bruder? Fragte Savas den Ökonom. Sollen wir nun das Seemantron schlagen und die Väter versammeln? Der Ökonom war beschämt wegen seines Kleinglaubens und bat den Abt um Verzeihung. Savas Biograf nennt ihn streng mit den Dämonen, doch mild mit den Menschen. Einige Mönche rebellierten gegen den heiligen Savas und wurden auf Anordnung von Patriarch Elias aus dem Kloster ausgeschlossen. Sie bauten sich Hütten am Bett des Flusses Tekor und lebten dort in großer Drangsal, ohne das zum Leben Notwendige. Als der heilige Savas hörte, dass sie hungerten, belud er Maultiere mit Mehl und brachte sie selbst zu ihnen. Als er sah, dass sie keine Kirche hatten, baute er ihnen eine. Zuerst empfingen ihn die Mönche mit Hass, doch danach erwiderten sie ihm seine Liebe mit Liebe und bereuten ihre frühere Bosheiten gegen ihn. Zum Nachdenken. Lasst uns nachdenken über den Sündenfall von Adam und Eva. Genesis 3. Wie der allzeitgütige Gott Adam rief, der in die Sünde gefallen war, und sagte, wo bist du? Wie sich Gott als der gute Hirte offenbarte, der sogar im Paradies seine verlorenen Schafe ruft. Wie Gott zu jedem Sünder heutigen Tages ruft, wo bist du? Und ihn durch diese Worte aufrüttern will, damit er zur Besinnung kommt. Homilie über die Abwesenheit des Bösen in den Werken Gottes. Und Gott sah, dass es gut war. Genesis 1. Die erste Offenbarung, meine Brüder, die uns die Heilige Schrift über diese Welt vermittelt, besteht darin, dass sie aus dem Guten hervorgeht und nicht aus dem Bösen. Von Gott und nicht
aus einer Macht, die Gott entgegensetzt, oder aus irgendeinem anderen vorgestellten Ursprung, einer Mischung aus Gott und Böse. Die zweite Offenbarung über diese Welt besteht darin, dass alles von Gott Geschaffene gut ist. Licht ist gut, das Himmelsgewölbe ist gut, das Land und das Meer sind gut, das Gras ist gut und die Pflanzen und Früchte der Bäume. Die Himmelslichter, die Sonne, der Mond und die Sterne, die Fische des Meeres und die Vögel in der Luft. Jedes Lebewesen nach seiner Art, das Vieh, die Kriechtiere und die wilden Tiere der Erde, alles ist gut. Schließlich der Mensch, der Herr über all diese Tiere unter der Herrschaft Gottes, ist ebenfalls gut. Und Gott sah, dass es gut war. Wer die Welt nur teilweise und oberflächlich erkennt, kann sie nicht richtig einschätzen. Nur er kann dies, der alle Geschöpfe sieht, der ihre Zahl, ihre Namen und ihre Eigenschaften unvergleichlich besser kennt als alle Menschen auf Erden. Er sah, dass alles sehr gut war. Doch es gab Menschen, die das Werk Gottes verleugneten und sagten, diese Welt sei an sich böse, einzelne geschaffene Wesen seien böse und das Böse komme von der Materie, aus der alle irdischen Geschöpfe gebildet waren. Das Böse ist in der Sünde zu finden, und die Sünde kommt vom bösen Geist. Das Böse wohnt im Geist des Bösen und nicht in der Materie. Dieser Geist fiel von Gott ab. Und er ist der Sämann des Bösen in der Welt. Daher das Unkraut unter dem Weizen Gottes. Der Geist des Bösen versucht sowohl den menschlichen Geist als auch die materiellen Dinge im Allgemeinen als seine Waffen des Bösen zu benutzen. Er ist derjenige, der in den menschlichen Geist auch den Gedanken wirft, die ganze geschaffene Welt sei böse und die Materie, aus der die geschaffenen Dinge geformt wurden, sei böse. Er schwärzt Gottes Werk an, um sein eigenes zu sichern. Er klagt Gott an, um nicht selbst angeklagt zu werden. O meine Brüder, mögen wir uns vor der Bosheit des bösen Geistes bewahren. Mögen wir uns selbst behüten, besonders gegen die bösen Gedanken, die er in unser Geist sät. O Herr Jesus Christus, unser wahrer Erleuchter und Erlöser, in deine Hände übergeben wir unser Herz und unseren Geist. O erleuchte uns mit deinem wahren Licht. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.